Sie haben mir befohlen, Buße zu tun. Doch ich weiß nicht, was ich bereuen soll. Und ich will auch nicht bereuen. Unsere Kirche ist für so etwas nicht bereit. Ich habe euch diskret einbestellt, um gemeinsam bestimmte Gemälde zu begutachten, die die heiligen Darstellungen in unseren römischen Kirchen verletzen. Caravaggio, er ist ein begnadeter Maler. Vor 4 Jahren hat er sich eines wirklich schweren Verbrechens schuldig gemacht. Warum interessierst du dich so für die Ärmsten der Armen? Ich möchte sie hier in meinem Kopf. Er liebte es, das Wahrhafte zu malen. Etwa Huren und Verbrecher? Nein, das Wahrhafte sind die Elenden. Man wartet auf mich, ich kann nicht. Nein, ich warte auf dich. Das Schmerz der Menschen. Ich mag eine arme Hure sein, aber dank der Meisterschaft Caravaggios wurde ich die Mutter Gottes. Ihr und die gesamte Akademie habt keine Augen, um zu sehen, was ich hier dargestellt habe. Ich fordere euch nicht heraus. Ich sehe euch nicht mal! Nur ein dermaßen gequälter Mann wie Michele war in der Lage, so ein grandioses Meisterwerk zu erschaffen. Caravaggio ist wahrhaftig ein unglaublicher Maler. Aber sein Leben ist schmutzig. Die Wahrheit ist nur das, was in der Heiligen Schrift zu finden ist, nichts anderes. Seid ihr euch dessen bewusst? Was wollt ihr? Ich will eure Abkehr von der Kunst. Die Malerei ist mein Leben. Wenn ihr sie mir nehmt, nehmt ihr mir mein Leben.